So viele Geschenke, große Geschenke, kleine Geschenke, dicke Geschenke, dünne Geschenke. Alles meine Geschenke. Da mache ich gleich mal eins auf. Was steht denn da drauf? Da steht für Opa. Ah, für Opa. Mach ich mal auf. Hey, nur ein paar Socken? Nee, die brauche ich nicht. Aber da hinten sind ja noch mehr Geschenke. Mal schauen. Oh ja, da hinten sind alle gestapelt. Hallo. Hey. Was sehe ich denn da? Das Kleingemüse hat mich ja verfolgt. Hallo. Na, Moment mal, ich habe doch gesagt, ihr sollt schlafen gehen. Ne? Bla, bla, bla. Ja, 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 ja. Boah, sind das viele Geschenke. Moment mal. Das sind ja viel zu viele Geschenke. Und viel zu große Geschenke. Und viel zu schwere Geschenke. Die bekomme ich ja allein gar nicht hier weg. Hm. Moment. Ihr seid ja alle hier. Ihr könnt mir doch helfen, ne? Nein. Wie nein? Doch. Nein. Ich helfe dir. Doch. Ja. Na gut. Und was ist, wenn ein paar Geschenke für euch rausspringen? Ja. Ja. Überlegt, ja, 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 ja. Nee, aber ich gebe keine Geschenke auf. Nein, nein, das sind alles meine. Nein, nein, ich schaff das schon allein. Ich brauche eure Hilfe gar nicht. Ella Letsch, Ella Letsch, Ella Letsch. Aber Moment mal, wie stelle ich das denn an? Hey, der Weihnachtsmann muss doch seinen Schlitten hier irgendwo haben. Ne? Ah ja, da hinten steht er ja. Ja, genau, so mache ich es. Jetzt verlade ich alle Geschenke auf den Schlitten und dann nichts wie weg hier. Seht ihr, ich brauche eure Hilfe gar nicht. Was? Ich bin keine saure Gurke. Gar nicht. Ah, Pamela, Papp. Oh, ihr kriegt keine Geschenke, die gehören alle mir. Jawohl, so. Du gehst Gurke. Ich bin keine saure Gurke. Doch. Doch, du Eiergurke. Nein. Du Eiergurke. Bla 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 bla. Das so, war ja Gott. Alle Geschenke auf den Schlitten. Uiuiui, das wird ganz schön anstrengend werden hier. Psst, leise, Rudolf. Ja. Nicht, dass der Gauner uns hört. Oh. Warte kurz. Schau mal nach, ob die Luft rein ist. Mhm. Ja, niemand zu sehen. Ah doch, die Kinder sind schon alle da. Oh. Los, komm schnell, Rudolf. Kinder, ist der olle Gauner schon vorbeigekommen? Ja. Ja, wo ist er denn langgelaufen? Da rein! Was macht er? Was will er denn mit den Schlitten? Ich denke, der will die Geschenke haben. Ja! Ach so, ja schau, Rudolf, er legt die Geschenke auf den Schlitten. Oh nein! Oh, so kann er noch mehr Geschenke klauen. Cornelius, was machen wir jetzt noch? Wir müssen die aufhalten. Warte kurz. Ja, warte, Kinder. Lasst mich mal überlegen. Mir fällt gleich was ein. Ja, ja. Denk. Cornelio. Was denn? Denk schneller. Oh, ja, du hast recht, schneller denken. Denk. Au. Oh, jetzt habe ich Kopfschmerzen. Für die Denkerei. Hey. Ja, jetzt hab ich's! Hm? Rudolf, du, wir haben da hinten eine Abstellkammer. Eine Abstellkammer? Genau, pass auf. Wir locken ihn in die Abstellkammer. Und wenn er drin ist, Tür zu, den Schlüssel rum und eingesperrt ist er. Ja, das ist eine gute Idee. Sag ich doch. Aber wir müssen ihn ja erstmal da reinbekommen. Ach,
Das kriegen wir schon hin. Wir tricksen ihn aus. Aber wie? Wir schaffen das schon, Udo. So, jetzt noch die Geschenke da vorn und dann nichts wie weg hier. Nein, er kommt zurück. Oh, oh. Los, Roland, versteck dich. Ja? Kinder, ich werde mich auch verstecken. Ihr dürft aber nichts verraten, ja? Okay, ja. Gut, gut, gut. Jetzt aber schnell. Und, hab ich. Was denn? Man kann mich noch sehen? Oh, kein gutes Versteck. So, jetzt aber. Was? Immer noch? Oh, so, und jetzt? Jetzt ja, nee, was? Kann man mich noch sehen, oder? Nein. Gutes Versteck, ja? Ja. Gut, danke, danke. Oh, das war knapp. Oi, 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 oi. Da kommt man ganz schön ins Schwitzen. Naja, ganz schön viele Geschenke. Ja. So, jetzt noch die Geschenke hier vorn und dann nichts wie weg, jawohl. Hallo. Moment mal, da war doch was. Ein dickes Was. Was? Hey! Hallo, da ist doch wer. Die Feuerwehr. Feuerwehr, du willst mich wohl an der Nase herumführen, ne? Zeig dich, wer ist denn da? Ein Trommel da. Ein Trommel da. Wer ist denn hier? Du bist ein Stinktier. Ich bin kein Stinktier. Erst ist auch ein Bürger und jetzt stinkt ihr oder was? Warte, jetzt könnt ihr was erleben. Wo bist du? Hier bin ich, Stinktier. Ich bin kein Stinktier. Na warte, du kannst was erleben. Moment mal. Du bist es ja, kleiner Elf. Ich hab dich doch vorhin in den Sack gesteckt, ne? Wie kamst du denn da wieder raus? Naja, ist ja auch egal, da kommst du gleich wieder rein. Was ab? Da musst du mich erst mal fangen, kriegst mich sowieso nicht. Bleib stehen, kleiner Elf, da warte du. Du kannst das erleben. Aha, hier bin ich, Stinktier. Ich bin kein Stinktier, da warte. Du kommst wieder in den Sack. Bleib stehen, kleiner Elf. Hey, Moment mal, kleiner Elf, wo bist du? Ich bin hier drin, Stinktier. Ich bin kein Stinktier. Aha, da drin ist er also. Ha, jetzt sitzt er in der Falle. So, mal reingehen. Hallo? Kleiner Elf, wo bist du? Stell die Tür zu. Schlüssel rum. Eingesperrt ist er. Hey, lass mich wieder raus. Ich will raus hier. Nein, nein, da bleibst du jetzt drin, du Stinktier. Ja, sicher. Ach, Kinder, das haben wir gut hinbekommen, oder? Ja. Ich hab gar nicht gesagt, du wärst laut. Aber Cornelius? Was denn? Er kann ja nicht ewig davon bleiben. Ja, stimmt. Was machen wir jetzt? Warte, lass mich überlegen. Oh. Denk. Oh. Denk. Cornelius! Ja, 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 ich hab's ja schon. Rudolf, ich laufe jetzt ganz schnell zum Weihnachtsmann und gebe ihm Bescheid. Oh, das ist eine gute Idee. Kinder, der Weihnachtsmann, der weiß sicher, was zu tun ist. Bestimmt. Ich beeile mich. Rudolf! Das haben wir geschafft. Stellt euch nur vor, er hat die ganzen Geschenke geklaut. Und das in der Nacht vor Weihnachten. Oh je, oh je, oh je. Wem höre ich denn da noch zu so später Stunde? Oh, Rudolf. Und was sehe ich denn da? So viele nette Kinder. Hallo. Das freut mich aber, dass ihr uns alle besuchen kommt. Och, Weihnachtsmann. Ein Glück, dass du da bist. Ein Glück? Rudolf, was ist denn passiert? Als Cornelius vorhin Holz sammeln wollte, da kam auf einmal ein gemeiner Dieb. Was sagst du, ein Dieb? Oh je. Der steckte Cornelius in einen Sack. Was? Na, so ein gemeiner Kerl. Ja, er sollte ihm verraten, wo das Versteck von dir ist, Weihnachtsmann. Und hat Cornelius es ihm verraten? Ja.
Ja, er musste es ja auch sagen. Wie ging es weiter, Rudolf? Zum Glück habe ich Cornelius gefunden. Ich habe ihn aus dem Sack befreit und gemeinsam haben wir den Dieb dann in die Abstellkammer gesperrt. Jetzt mal ganz langsam, Rudolf. Vor lauter Aufregung leuchtet deine Nase ja schon ganz rot. Oh. Also, ihr habt den Dieb in die Abstellkammer gesperrt, sagt ihr. Ja. Das habt ihr gut gemacht, aber beim nächsten Mal, da sagt ihr mir eher Bescheid. Rudolf, das war doch viel zu gefährlich. Ich weiß. Naja, es ist ja zum Glück nochmal alles gut gegangen. Hm? Nun gut, dann wollen wir unseren Dieb mal wieder rauslassen. Wirklich Weihnachtsmann? Ja, ja, keine Angst. Geh nur, Rudolf. Mann. Öffne ruhig die Tür, der kann was erleben. Wenn du meinst. So. Lass mich wieder raus, ich will doch nur nach Hause, lass mich wieder raus. Weihnachtsmann? So, so. Du wolltest also die ganzen Geschenke von den Kindern klauen? Ja, Weihnachtsmann, aber. Und du hast Cornelius in einen Sack gesteckt, hm? Ja, aber Weihnachtsmann, ich hätte den kleinen Elfen doch wieder freigelassen. Weißt du, ich habe schon so lang kein Geschenk mehr an Weihnachten bekommen, das ist unfair. Ja, ich weiß. Und das liegt auch daran, dass du all die Jahre nicht artig warst. Aber ich habe ein Einsehen. Wenn du mir versprichst, ein besserer Mensch zu werden und nicht mehr stiehlst, dann werde ich dich am Weihnachten auch wieder beschenken. Versprochen, Weihnachtsmann, ich werde mich ändern. Ich will doch nur Geschenke am Weihnachten bekommen. Gut. Ich werde dich im Auge behalten und erlaube dir nun, nach Hause zu gehen. Danke, Weihnachtsmann, danke. Ich verspreche es, ich werde mich ändern. Ich will doch nur Geschenke am Weihnachten bekommen. Oh, du bist aber großzügig, Weihnachtsmann. Ich weiß, das liegt halt in meiner Art. Aber ich werde ihn beobachten. Stell dir nur vor, was wäre Weihnachten ausgefallen? Ohne Geschenke? Rudolf, ich befürchte, in diesem Jahr fällt das Weihnachtsfest wirklich aus. Was? Weihnachten fällt aus? Ich weiß, es hört sich schlimm an. Aber der Nebel, Rudolf, der Nebel will einfach nicht vorziehen. Ja, und so wäre es bei der schlechten Sicht einfach viel zu gefährlich und viel zu riskant, mit meinen Rentieren loszufliegen. Oh nein, lieber Weihnachtsmann, die armen Kinder, sie werden sicher sehr traurig sein. Ja. Gibt es denn gar nichts, was wir tun können? Rudolf, ich habe schon so lang überlegt und ich fürchte nicht. Oh nein! Weihnachtsmann, ich habe eine Idee. Cornelius? Weihnachtsmann, Rudolf! Rudolf ist die Lösung. Ich? Rudolf? Wieso denn ich? Ja, warum denn Rudolf? Naja, Rudolf und seine wundervoll hell leuchtende Nase. Stellt euch mal vor. Er würde damit den Schlitten anführen. Dann könntet ihr trotz Nebel und Schnee immer sehen, wo ihr langfliegt. Cornelius, du hast recht. Das könnte funktionieren. Rudolf, so könntest du das Weihnachtsfest retten. Und deshalb frage ich dich jetzt, Rudolf mit der hell leuchtenden Nasenpracht, führst du meinen Schlitten durch die Nacht? Weihnachtsmann. Dann lasst uns alle Vorbereitungen treffen. Ach, es gibt wieder Hoffnung. Das Weihnachtsfest fällt vielleicht doch nicht aus. Ach, siehst du, Rudolf, ich habe es doch gewusst, dass deine Nase irgendwann noch einmal zu irgendwas Nutze ist. Oh, Cornelius, ich freue mich so. Ich mich auch. Stell dir vor, du darfst den Schlitten anführen. Oh je, wir müssen alle Vorbereitungen treffen. Ich muss ja noch ein paar Holzspielzeuge fertigstellen. Die Zeit drängt. Oh, jetzt aber schnell. Ach, Kinder, ich freue mich so.
Ich darf den Schlitten anführen. Rudolf, wo bleibst du denn? Ja, ich komme. Na los, beeil dich. Wir müssen doch alle Vorbereitungen treffen. Uiuiui, hoffentlich schaffen wir noch alles. Oh je. Wo geht das weiter?